Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der 32. Bamberger Kurzfilmtage. In ganz neuer Form und mit neuen Köpfen, deswegen stellen wir uns zu Beginn einmal kurz vor. Mein Name ist Katharina Breinbauer und ich leite seit Sommer 2021 den Verein Bamberger Kurzfilmtage e.V. als erste Vorständin. Und neben mir ist die wunderbare Maria Sorek. Hallo, wie gesagt, ich bin Maria Sorek und ich bin die zweite Vorsitzende der Bamberger Kurzfilmtagen und hiermit heiße ich Sie herzlich zu der Pressekonferenz der 32. Bamberger Kurzfilmtage willkommen. Ja, wie entsteht unser Festival? Dazu gehört auf jeden Fall eine ganze Menge Trubel, Heiterkeit, aber auch eine Portion Wagnis, Wagemut und stramme Nerven. Im letzten Sommer haben wir sehr optimistisch begonnen, unser Festival vorzubereiten mit 700 Einreichungen, die durch unser Team ehrenamtlich gesichtet und bewertet wurden, um das Programm zusammenzustellen. Im Herbst wurde die Frage dann immer drängender, wie und wo werden wir stattfinden? Und schneller, als es uns vielleicht lieb war, stand schließlich fest, wir werden in diesem Jahr oder für dieses Festival zweigleisig fahren müssen. Denn nur im Kino zu veranstalten, das Wagnis wäre zu groß geworden. Und jetzt sind wir sehr froh über die Entscheidung, dass wir sowohl online als auch offline dem Publikum die Kurzfilme präsentieren können. Denn wir wollen unbedingt mit den Kurzfilmen auf die Leinwand und Abwechslung bieten, die Leute rausholen aus dem etwas allgemeinen Lebenschaos und den eigenen vier Wänden, so dass man mal den Blick in andere Leben, in andere Welten wagt. Und das ist ein gutes Stichwort zu unserem diesjährigen Festival-Motto und Festival-Motiv, unserem Plakat. Zu diesem wird Maria Sorek sprechen. Diesjähriges Festival-Motto heißt, wie wir lieben, / leben wollen. Dabei haben wir uns von dem Kurzfilm von Münchner Filmemacherin Sophie Averkamp inspirieren lassen. Dieser Leitsatz, wie wir lieben und leben wollen, hat uns so angesprochen, dass wir uns so gefühlt haben, ja, genau das möchten wir unser Publikum fragen und gemeinsam mit unserem Publikum auch auf die Suche nach Antworten begeben. Auf dem Festivalposter können wir auch irgendwie sehen, dass unser Bamberger Zentaur danach fragt. Und da sehen wir auf dem diesjährigen Festivalposter die Interpretation des klassischen Bamberger Zentaur. Und so zwischen männlich und weiblich, zwischen alt und jung, zwischen modern und klassisch, fragt er sich auch nach eigener Identität und Zukunft. Und jetzt übergehe ich zu unserem künstlerischen Paten, weil zu dem Motto und Legende des Festivals gehört auch die Suche nach dieser Person, nach dieser Figur der künstlerischen Paten. Warum ist sie so wichtig für uns? Weil sein Kurzfilmschaffen oder ihr Kurzfilmschaffen muss für uns ein Vorbild sein von der Relevanz der Kurzfilmformats, aber auch eine Inspirationsquelle. Und dabei ist der preisgekrönte Kabarettist, Schauspieler und nicht zuletzt Franke, Matthias Eggersdörfer, für uns ein perfektes Beispiel. Man kennt den Matthias eigentlich von Frankentatort, Nürnberg-Saga und eigentlich als einen Kabarettisten, der durch das ganze deutschsprachige Raum tourt, aber sein Anfang war eigentlich Kurzfilme. Und diese Kurzfilme, diesem Kurzfilmschaffen werden wir unsere Festivaleröffnung am 24. Januar widmen. Im letzten Jahr drehte der Matthias mit seiner Bühnenkollegin Claudia Schulz einen Kurzfilm namens Die erbrachte Leistung. Und jetzt genießen wir zusammen einen Einblick in diesen Kurzfilm. Habe ich irgendeine Rechnung nicht überwiesen? Oh Gott, du hast mir wahrscheinlich eine Rechnung irgendwann mal gestellt und bei mir geht es manchmal so unter und ich habe da so eine Schlamperei in meinen Rechnungen. Also nein. Sag einfach, welche das ist und überweise es. Ich meine deinen Umzug. Mein Umzug letztes Jahr? Im Dezember waren es 2 Jahre. Genau. Vor 2 Jahren war der Umzug. Da hast du mit dem Kalle dieses Sideboard, dieses schwere, ja, im vierten Stock hochgekommen, da bin ich dir echt noch dankbar. Und da habe ich dir jetzt eine Rechnung rausgeschrieben, das ist diesen Umständen geschuldet. Da habe ich dir jetzt eine Rechnung, da steht es auch, über 480 Euro habe ich dir das mal rausgeschrieben. Nochmal herzliche Einladung zu der Festivaleröffnung am 24. Januar im Odeon-Kino. Und jetzt von den Highlights mit dem künstlerischen Paten übergebe ich das Wort Katharina und die wird uns über unser deutschen Wettbewerb erzählen. Auch das ein Highlight, das sich über 4 Tage hinwegzieht.
Im Wettbewerbsprogramm präsentieren wir 6 Filmreihen aus den Bereichen Spielfilm, Animation, Experimental, außerdem 2 Filmprogramme zum Kurz-Dokumentarfilm und das allseits bei Groß und Klein beliebte Kurzes für Kurze, der Kinderfilmwettbewerb. Auch Made in Oberfranken ist wieder mit dabei und wirft einen Blick in die Region, was passiert hier vor und hinter der Kamera und wen finden wir dort. Auch aus dem Wettbewerbsbereich haben wir 2 Filme dabei, wo wir exemplarisch mal kurz reinschauen wollen. Für den Dokumentarfilmwettbewerb sehen wir Lo de la, ein Film von Daniel Maurer, der sich mit dem Dauerbrenner unter den aktuellen Themen beschäftigt, Corona. Der Film begleitet die Arbeit von Mathieu, der in der Leichenhalle eines Klinikums beschäftigt ist. Mit der 2. Corona-Welle steigen auch dort die Todeszahlen drastisch an. Und Mathieu ist damit konfrontiert, dass sich sein Arbeitsalltag ganz grundlegend ändert und er sich an diese neue Situation bzw. diese doppelte, dreifach, vierfach Belastung anpassen muss. Film ab für Lo de la von Daniel Maurer. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On n'a pas eu une hausse de décès à la première vague. Mais à la deuxième vague, alors on a quasiment fait x3 le nombre de décès. Bonjour, monsieur. Et on ne sait pas quand ça va finir, cette deuxième vague. Aus dem Bereich Spielfilm sehen wir Kollegen, ein Film von Jannis Alexander Kiefer. Hier geht es um die beiden Handwerker Uli und Didi, die in ihrem recht beschaulichen Dorf, in ihrer Werkstatt vor sich hin werkeln und ihr Arbeits- und Lebensalltag wird vollkommen aus dem Ruder geworfen, als ein neuer Auftraggeber einen Großauftrag gibt. Dieser ist etwas ungewöhnlich, denn die beiden sollen Teile eines KZs auf deutschem Boden nachbauen. Der Hintergrund ist eine internationale Filmproduktion, die das ganze Dorf auf den Kopf stellt. Und der Film zeigt dieses absurde Aufeinandertreffen von Dorfidylle und internationaler Filmproduktion. Und mehr als einmal stellt man sich die Frage, ist das jetzt noch normal oder schon völliger Wahnsinn? Film ab für Kollegen. How's it going? Good. Really good. The oven is nearly ready. Look. Can you see? Is it moving good? Yes, here the actor can put a man and then he can take it inside and then he can close it. And does it still fit in there with the body on it? What's the maximum weight? Did you test it? Test it? No, test it. Was will denn jetzt von uns? But we can test it. Can you come here? Ich spreche Deutsch. Neben dem Wettbewerbsprogramm haben wir auch jedes Jahr wieder ein Spezialprogramm kuratiert. In diesem haben wir unter dem Begriff Filmlegenden in diesem Festival 2 besondere Programme. Einmal ist es Lebende Legenden von der Kölner Filmgruppe, denn in Köln gibt es schon seit über 25 Jahren eine Filmszene, die wirklich ihresgleichen sucht. Und hier in Bamberg hat sich so etwas wie ein inoffizieller Fanclub der Kölner Gruppe etabliert und der ungewählte, aber unbestrittene Kopf dieser Gruppe ist unser ehemaliger Festivalleiter und ehemaliger erster Vorsitzender der Bamberger Kurzfilmtage, Volker Traumann. Mit der Kuration des Programms Lebende Legenden möchten wir uns bei ihm bedanken für sein Wirken und Werken für den Kurzfilm hier in Bamberg. Außerdem zeigen wir in der Reihe Filmlegenden das Programm Team's Choice, das jetzt zum 3. Mal ein Teil unseres Festivalprogramms ist. Hier bitten wir langjährige Teammitglieder, ihre persönlichen Kurzfilme zusammenzustellen und dem Publikum zu präsentieren.
Bei den 32. Bamberger Kurzfilmtagen war es Helge Schmidt, unser Filmvorführer seit über 12 Jahren, der seinen ganz individuellen Filmgeschmack dem Publikum zeigt. Und es wird auf jeden Fall absurd, lustig, teilweise fantastisch, und Ameisen sind erstaunlich häufig im Mittelpunkt des Geschehens. An dieser Stelle möchte ich dazu nicht mehr verraten und gebe das Wort an Maria weiter. Weil nicht nur der deutsche Kurzfilm ist bei unserem Festival vertreten, sondern auch wir haben ein sehr breites internationales Programm. Von Skandinavien bis nach Osteuropa. Ein besonderer Highlight dieses Festivals ist das Best-of des finnischen Kurzfilms. Dieses Programm hat für uns speziell kuratiert und ausgewählt das Tampere Filmfestival. Das ist das älteste Kurzfilmfestival in Skandinavien und einer der bedeutendsten Kurzfilm-Events Europas. Damit ist es ein perfekter Überblick über die finnische Landschaft, wie gesagt, aber auch zu den Meinungen, privaten und auch zu den politischen Ansichten der finnischen Bevölkerung aus den letzten 30 Jahren. Und jetzt können wir gemeinsam den Einblick in diesen Kurzfilm genießen. Tälle Ahtisaarelle pitäisi panna köysi, että se aina ei olisi menossa ja kansanvaroja hävittämässä. Aina on menossa se lökäpöksy ihan joka paikkaan, joka paikassa aina kulkee, kiertää. Ja pitäisi narruihin panna, että se vähän olisi kotimaassa. Kiitos. Suomen pääministeri on Santa Maria. Alkoholi. Der zweite internationale Schwerpunkt dieses Jahr ist das rumänische Kino, und zwar das neue rumänische Kino. Präsentiert wird dieses Programm durch die Bukarester Filmhochschule. Die moderne Generation der Filmstudierenden wird uns zeigen, was aktuell das Kino des postsowjetischen Landes zwischen totalitarem Erbe und proeuropäischer Zukunft ausmacht. Nicht nur die Gastländer, aber auch Gastfestivals erwarten uns bei den Bamberger Kurzfilmtagen. Und ganz persönlich wird uns das Queerfilmfestival aus München besuchen und uns mit ihrem Best-of-Programm bescheren. Und zu guter Letzt kommen wir zur vielleicht wichtigsten und dringendsten Frage nun. Wo geht es zu den Tickets für die Bamberger Kurzfilmtage? Tickets für alle Kinovorstellungen finden Sie auf unserer Homepage. Ebenso können diese an den Kinokassen von Lichtspiel und Odeon Kino erworben werden. Und den Festivalpass für das Online-Festival gibt es für 19 Euro nur auf unserer Homepage. Er gewährt 2 Wochen lang Zutritt oder Zugang zu allen Programmpunkten, die online verfügbar sind. Und noch mehr Details, was zeigen wir eigentlich noch, finden sich im Programmheft, das ebenfalls bereits in der Stadt ausliegt und gerne interessiert durchblättert werden kann. Wir sagen Film ab und wünschen viel Spaß mit den Bamberger Kurzfilmtagen.